Wir sind Ini Lorenz und schreiben also seit vielen Jahren zusammen historische Romane. Heute lesen wir aus dem Roman Die List der Wanderhure und erzählen dabei die Geschichte der ehemaligen Wanderhure Marie in einem Abenteuer, in das sie quasi durch Zufall gerät. Donata sah bereits die Mauern der Stadt vor sich, als hinter ihr Hufschlag erklang. Sie drehte sich um und erschrak bis ins Mark. Hinter ihr kam nicht ihr Verlobter mit seinen Männern, sondern drei Reiter in braunen Kapuzenumhängen. Wie es aussah, hatten die Ordensritter sie bis hierher verfolgt. Nur die Angst, die Stute könnte erneut bocken, hielt sie davon ab, das Tier mit den Zügelenden anzutreiben. »Bitte lauf«, stöhnte sie und maß ihre Entfernung zum Tor und den zu ihren Verfolgern. Das Ergebnis war ernüchternd. Die Ordensritter würden sie schon lange vorher erreicht haben. Nun konnte sie nur hoffen, dass die Männer es angesichts der nahen Stadt nicht wagen würden, Hand an sie zu legen. Den Erfahrungen im Kloster zufolge traute sie den Kerlen jedoch alles Schlechte zu. Der Anführer der Verfolger quittierte die Probleme der Nonne mit ihrem Reittier mit einem triumphierenden Lachen. »Wir kriegen das Weib weit genug vor dem Stadttor, sodass die Wachen nicht eingreifen können.« »Was machen wir mit ihr?« fragte einer seiner Begleiter. »Wir nehmen sie gefangen und sonst haben wir den ganzen Heimritt am Hals und müssten sowohl auf sie Acht geben, wie auch auf ihre Verwandten, den Frommberger. Da ist es wohl am besten, wir schlagen das Weib, verschwinden dann aus der Gegend. Das wäre auch im Sinne des Hochmeisters.« Bei diesen Worten streichelte der Anführer seinen Schwertgriff und rückte die Waffe so zurecht, dass er sie ziehen konnte, sobald er zu Donata aufgeschlossen hatte. Die drei Ordensritter waren so in ihre Jagd vertieft, dass sie Marie, Michel und deren Begleiter völlig außer Acht ließen. Zunächst ritten sie auch schneller als diese. Dann aber entdeckte Marie ein ganzes Stück vor sich Donata und kurz dahinter deren Verfolger. »Sieht das nicht so aus, als wären diese Reiter hinter der Nonne her?« fragte sie Michel verwirrt. Ihr Mann blickte ebenfalls nach vorne und nickte. »Das kann schon sein. Aber wieso?« »Ich wusste, dass die fromme Schwester ein Geheimnis verbirgt. Donata versuchte gestern zu offensichtlich, mich über Würzburg und den Fürstbischof auszuhorchen. Sie will zu ihm, und ich habe das Gefühl, als wollten diese Leute dort vorne sie daran hindern. Los, lass uns schneller reiten, damit wir notfalls ein Schurkenstück verhindern können.« »Na, was du schon wieder denkst«, antwortete Michel, kopfschüttelnd, spornte aber sein Ross an. Marie hielt sich auf ihrer Stute knapp hinter ihm, während die Waffenknechte mit ihren langsameren Gäulen mehr und mehr zurückblieben. Bald hatten Michel und Marie den Abstand zu Donatas Verfolgern halbiert und waren schon der Ansicht, die junge Nonne würde vor diesen das Tor erreichen. Da bockte Donatas Stute erneut und warf ihre Reiterin ab. Donata flog in hohen Bogen ins Gebüsch, rappelte sich mühsam wieder auf und sah die drei Ordensritter vor sich, deren Gesichter in den über den Kopf gezogenen Kapuzen verborgen lagen. Drei Augenpaare funkeln sie triumphierend an. »Jetzt haben wir dich, du kleine Hure«, rief der Anführer und zog sein Schwert. »Du musst fliehen«, durchfuhr es Donata, doch sie starrte wie gelähmt auf die blitzende Klinge, die sich gleich in ihren Leib bohren würde. Da ertönte ein wütender Schrei. Marie stieß ihrer Stute den Sporn in die Weichen und sprengte auf den Ordensritter zu. Dessen Pferd wollte ausweichen, war aber zu langsam und wurde mitten in der Bewegung gerammt. Während es Marie gelang, sich auf ihrem Reittier zu halten, wurde der Ordensritter aus dem Sattel geworfen, schlug mit dem Kopf voran auf den Boden und blieb regungslos liegen. Die beiden anderen sahen kurz auf ihren Kameraden hinunter und zogen ihre Schwerter. »Dafür wirst du sterben, Weib«, rief einer und wollte auf Marie losgehen. »Das denkst aber auch nur du!« Michel lenkte seinen Hengst zwischen die Kerle und seine Frau und wehrte die Klinge des Gegners mit dem Schwert ab. Die Ordensritter begriffen,
dass sie zuerst Michel niederkämpfen mussten, bevor sie auf die beiden Frauen losgehen konnten. Zu zweit glaubten sie, ein leichtes Spiel zu haben, doch Michel war geübt und kämpfte mit dem kalten Zorn eines Mannes, der seine Frau bedroht sieht. Schließlich griff einer der Ordensritter ihn mit wuchtigen Schwerthieben an und drängte ihn ein wenig zurück, während der andere Michel in den Rücken fallen wollte. Marie zog ihren Dolch, um ihrem Mann zu Hilfe zu kommen, da vernahm sie ein Schwirren, gefolgt von einem leichten Schlag, und sah den Pfeil, der in den Rücken des heimtückischen Angreifers eingeschlagen hatte. »Haltet aus, Herr Michel!« klang eine Stimme auf. Ein junger Mann tauchte am Waldrand auf, er war in lederne Hosen und ein ledernes Wams gekleidet und trug auf dem Kopf eine schlichte Kappe. Eben legte er einen weiteren Pfeil auf die Sehne, musste jedoch nicht mehr schießen, denn Michel warf den letzten Ordensritter mit einigen harten Schwertstreichen aus dem Sattel. Dann wollte er sich dem Ritter zuwenden, den der Pfeil getroffen hatte, doch der rutschte gerade vom Pferd und prallte mit einem dumpfen Ton auf die Erde. »Ich glaube nicht, dass der noch einmal aufsteht«, stellte Michel fest. »Der hier auch nicht.« Maries Stimme klang belegt, als sie auf den Ritter zeigte, den ihre Stute aus dem Sattel geschleudert hatte. Sein verdrehter Kopf verriet, dass der Mann sich das Genick gebrochen hatte. Obwohl er Donata im nächsten Augenblick erschlagen hätte, fühlte Marie sich schuldig an seinem Tod. Der von Michel verletzte Ordensritter war trotz seiner stark blutenden Wunden wieder auf die Füße gekommen und blieb für einen Augenblick schreckenstarr neben seinem Gaul stehen. Seine Gefährten lebt nicht mehr und er selbst hatte keine Chance, dem Ritter und dem Bogenschützen zu entkommen. Aber er durfte auch nicht in Gefangenschaft geraten. Den Ritter noch einmal anzugreifen, erschien ihm sinnlos, denn der hatte sich als zu guter Krieger erwiesen und würde ihn mit dem nächsten Hieb erschlagen. Da traf sein Blick Donata, die schreckensbleich neben der Straße stand und nicht zu begreifen schien, was um sie herum geschah. Wenn er das Weib tötete, hatte er den Auftrag seines Hochmeisters erfüllt. Mochte der Ritter ihn danach auch erschlagen, ihm war das Paradies sicher. Mit einem Schritt war der Mann bei der Nonne und überraschte Michel damit. Doch als er sein Schwert hochriss, um Donata zu töten, traf ihn der Pfeil des jungen Schützen. Trotz der neuen Verletzung versuchte er, sein Werk noch zu vollenden. Marie, die aus dem Sattel geglitten war, hechtete auf Donata zu und riss sie zu Boden. Im nächsten Moment fuhr die Klingel des Ordensritters über die Köpfe der Frauen hinweg. Ehe dieser zu einem zweiten Schlag ausholen konnte, war Michel über ihn und schwang sein Schwert mit aller Kraft. Der Schlag hallte unheimlich von den Bäumen wider, dann war nur noch das Stampfen der Pferde und das Geräusch des Windes in den Büschen zu vernehmen. Erst als der Bogenschütze zu der Gruppe trat und sich grüßend vor Marie und Michel verbeugte, fiel die Lähmung von dem Paar und auch von Donata ab.